und guten Morgen von mir. Ich habe mich eben schon geschminkt, wie ihr gesehen habt. Und genau, ich wollte mich jetzt mal zu einem neuen Vlog melden. Es wird jetzt, glaube ich, nichts Großes passieren diese Woche, aber trotzdem einfach mal. Und es ist auch schon meine neue Kamera angekommen, die ich nachher mal auspacken werde, mal schauen, wie diese ist. Und dann nehme ich euch einfach mal so ein paar Tage mit und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Also in der Anleitung steht jetzt erstmal, dass man die weißen Kreise, die wahrscheinlich hier, hier die Markierung setzen soll. Gucken, ob ich das hinbekomme. Ah, hier sind auch weiße Kreise. So, und dann muss ich das in die gezeigte Richtung drehen, also nach da. Gott, ich habe voll Angst, dass ich das kaputt mache. Bis es einrastet. Ah, jetzt ist es eingerastet. Ja, perfekt. Steht hier jetzt noch. Ja, voll cool, das ist. Guten Morgen. Heute ist der nächste Tag. Das heißt, ich filme das erste Mal mit der neuen Kamera. Und es ist gerade 6.23 Uhr. Ganz genau, um 6 Uhr bin ich aufgewacht. Beziehungsweise dann hat mein Wecker geklingelt, weil ich um 7 Uhr zum Probearbeiten bei der Deutschen Post schon sein muss. Also ich wollte mir für die Ferien über so einen Job suchen und bei der Deutschen Post bekommt man eben 12 Euro pro Stunde, was ich ja ziemlich gut finde. Deswegen mal schauen, wie das wird. Ich bin voll gespannt. Wünscht mir Glück. Und ja, ich werde dann, denke ich mal, so um 20 vor oder so losfahren. Also es ist auch relativ nah bei mir. So, und was ich jetzt auch nochmal eben machen wollte, ist es mich einzucremen, weil ich glaube, oh, ich mache mal die Schublade zu. Sieht ja blöd aus. Ich glaube, es könnte echt warm werden. Hallo, ich bin wieder da. Es ist jetzt kurz vor 5 und ich bin um so 20 vor 4 wiedergekommen. Also ich war ja bei der Post und ich kann ja mal so ein bisschen erzählen. Also ich war um 7 Uhr da und dann bin ich erstmal hochgebracht worden zu einem, der mich dann den Tag über betreut hat. Und ja, zuerst, also zwischen 7 und 9 Uhr haben wir die ganzen Briefe und Pakete ja, den bestimmten Bezirken zugeordnet, also halt Hausnummern und Straßennamen. Und dann waren wir fertig und dann haben wir halt unsere Post mitgenommen und sind dann mit dem Fahrrad losgefahren. Also ich habe auch ein eigenes Postfahrrad bekommen. Das war ganz lustig, weil man sich die ja immer so schwer und breit vorstellt. Also das habe ich jedenfalls immer so getan. Und es war eigentlich ganz cool mit denen zu fahren. Aber also auf Dauer ist es schon auf jeden Fall schwer, wenn man dann da Zeitungen und sonst was alles drauf hat. Also das kann man sich eigentlich gar nicht so vorstellen, wenn man das nicht kennt. Und ja, es war auf jeden Fall anstrengend, aber auch total interessant. Es waren eben heute 33 Grad, also das war die Höchsttemperatur und es hat so krass die Sonne geschienen. Vor allem, wir waren hauptsächlich in so Neubaugebieten, wo eben noch nicht viel Schatten ist, weil da keine Bäume sind. Und ich weiß, ich hatte auch nicht so viel Wasser mit. Da hätte ich mir wirklich eigentlich mehr einpacken sollen. Aber ich wusste eben auch nicht, dass wir dann bis 3:30 wirklich mit dem Fahrrad durchfahren. Also wer ahnt denn sowas? Keine Ahnung, ich kannte mich damit jetzt auch nicht so aus. Aber eigentlich so war es ganz lustig, weil man so viele Leute trifft und die sind echt alle so voll freundlich und reden dann auch noch ein bisschen mit einem. Und man sieht auch richtig viele schöne Häuser. Also das muss ich auch auf jeden Fall sagen. Und ja, insgesamt war es eine ganz coole Erfahrung. Also das war jetzt auch so mein erster Job, beziehungsweise es war ja nur Probearbeiten. Aber ja, ich denke schon, dass ich da auf jeden Fall mir vorstellen könnte zu arbeiten, weil man halt schon relativ viel Geld bekommt. Und ich meine, wenn ich dann danach studiere, dann ist es ja schon gut, dann auch ein bisschen Geld zu haben, weil wenn man dann auch noch eine neue Wohnung braucht und so, ich weiß ja noch nicht genau, wo ich dann angenommen werde und ja, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das alles wird. Dann haben wir jetzt gesagt, dass die sich da melden oder ich melde mich und dann mal gucken, dann würde ich wahrscheinlich so am 18. Juni anfangen, weil ich davor noch in Mailand und London bin und
Ja, dann ist auch schon der Abi bald vorbei. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, aber ich fliege ja jetzt am Freitag nach Mailand und direkt am Montagabend kommen wir wieder und am Dienstagmorgen fliege ich auch schon nach London und deswegen muss ich halt jetzt schon die Klamotten für beides raussuchen und ich weiß nicht, was los ist, aber also auf jeden Fall, diese ganzen Sachen würde ich ganz gerne mitnehmen, aber warum habe ich so viele Klamotten? Oh Gott, Hilfe. Ja, und jetzt muss ich das gleich einfach mal so nach Outfit sortieren, was ich zu was anziehe und was ich mit nach Mailand und mit nach London nehmen will. Und dann muss ich auch schon beide Koffer packen. Oh Gott, ich hasse packen. Nee, okay, eigentlich hasse ich auspacken. Ja, und das hier ist jetzt gerade mein Zwischenstand. Also das sind schon mehr als 9 Outfits, weil ich bin halt insgesamt 9 Tage weg und dann dachte ich, nehme ich auch einfach 9 Outfits, sag ich mal, mit, die ich mir jetzt zusammengelegt habe, aber ja, vielleicht muss ich dann noch mal ein bisschen aussortieren. Hallo, da bin ich wieder. Es ist jetzt kurz nach 3 und gleich kommt Papa und dann fahren wir zu dem Haus meiner Oma, weil das jetzt bald verkauft wird. Und ich bin mal gespannt, wie es da gerade so aussieht. Ich habe gerade irgendwie so eine komische Frisur, weil meine Haare überhaupt nicht gut aussehen, offen. Egal. Ja, genau. Übrigens habe ich jetzt auch weiter gepackt. Also ich habe jetzt London den Stapel auf die Seite getan und da Mailand. Und dann werde ich das nachher oder morgen früh mal in den Koffer packen und ja. Genau. Hallo, da bin ich wieder. Ich laufe gerade zum Bus, weil ich gleich zum Kieferorthopäden muss. Sind einfach wieder 32 Grad. Ich sterbe. Es ist so heiß. Genau bei so einem Wetter muss man immer zum Arzt. Ich laufe jetzt gerade. So, ich sitze jetzt gerade an der Bushaltestelle und warte auf den Bus. Und es ist halt so, dass ich so, weiß ich nicht, einmal, zweimal im Jahr zum Kieferorthopäden muss. Und zur Kontrolle einfach eine Zahnspange und alles hatte ich schon.